Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Freunde. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Heute gibt es ein Unboxing oder wie nennt man das? What I got for my birthday. Ich habe auf meiner Geburtstagsparty einige Geschenke erhalten von meinen tollsten Freunden und die wollte ich jetzt mal gemeinsam mit euch auspacken. Fangen einfach mal direkt an. Ich habe sehr tolle Geschenke bekommen, muss ich sagen. Bin sehr, sehr dankbar. Ich habe mir in Paris die Adidas Campo-Schuhe in Grau gekauft gehabt und ich wollte die unbedingt in Schwarz haben und allgemein in mehreren Farben, weil die sind richtig gemütlich und allgemein auch sehr, sehr schön. Und dann habe ich sie einfach in Schwarz bekommen. Das sind einfach die tollsten Schuhe und ich bin froh, dass, ich sie in Schwarz bekommen habe. Die sind unfassbar. Die sind auch wirklich, das sind die gemütlichsten Schuhe auf dieser Welt. Leider sind die wirklich überall ausverkauft. Also ich glaube, die sind jetzt von StockX. Aber ja, die sind sehr nice. Und darüber habe ich mich auf jeden Fall sehr gefreut. Die sind wirklich sehr, sehr cool. Und als wäre das nicht genug, habe ich sie nochmal geschenkt bekommen in einer anderen Farbe. Die Farbe ist ein bisschen ausgefallener. Aber ihr wisst, ich mag sowas ja total gerne und ich liebe das, Farben zu kombinieren. Und dann habe ich den so einen coolen, ich weiß nicht, was Orange oder so einen Lachston, I don't know, so eine Mischung vielleicht auch. Ich fand die Farbe auf jeden Fall sehr cool. Die gibt es allgemein in sehr coolen, ausgefallenen Farben. Und dann sind die auch nochmal einfacher zu bekommen. Aber diese Basic-Farben sind halt ein bisschen schwierig. Ich weiß noch nicht genau, wie ich die kombinieren kann und soll, aber vielleicht mit einer Jeans und so einem weißen Shirt oder so. Ich glaube, man kann die cool kombinieren, aber die Farbe ist sehr, sehr nice und die habe ich auch schon vorher nicht gesehen. Also, top. Dann habe ich einen Zweiteiler geschenkt bekommen, den ich mir ja auch gewünscht hatte. Den bekommt ihr, glaube ich, bei La Bella. Hier steht es nochmal drauf. Also, da würdet ihr den auf jeden Fall bekommen. Der ist unfassbar schön. Ich weiß nicht, wie rum, aber auf jeden Fall ist das hier einmal der Rock und da hängt dann so was Schönes runter. Und das hier ist das passende Oberteil dazu. Das hier, das ist halt so ein bisschen durchsichtig. Also richtig, richtig nice. Das habe ich mir gewünscht und ich finde es einfach nur toll. Bin verliebt und ich freue mich, das irgendwann mal als Set anziehen zu können. Dann habe ich noch etwas von LFDY bekommen. Kann man eigentlich immer machen, finde ich, als Geschenk. LFDY ist was richtig cooles, trägt eigentlich jeder. Und dann habe ich einen schwarzen Pullover bekommen und der sieht richtig nice aus. Ich glaube, das ist auch so eine neue Kollektion. Der ist auf jeden Fall oversize. Ich dachte zuerst, es wäre zu klein, weil das ist Größe S und Regel Nummer 1 bei mir ist, niemals Hoodies in Größe S zu holen, weil das einfach immer zu klein ist. Also die sind immer eng. Deswegen hole ich entweder, also eigentlich hole ich immer Hoodies und T-Shirts in der Größe M. Und genau, der ist in Größe S, aber der passt einfach richtig gut. Der sitzt auch oversize. Und genau, den gibt es ja, glaube ich, auch bei, in verschiedenen Farbvariationen bei LFDY. Aber liebe ich, feiere den wirklich sehr. Dankeschön. Kurze Storytime, Leute. Ich packe die meisten Geschenke gerade aus und sehe die auch zum ersten Mal sozusagen, weil ich an dem Abend einfach so gut drauf war, dass ich mich daran nicht mehr erinnern kann an diesem Moment. Von Sarah habe ich etwas von Apropos geschenkt bekommen. Die Maus fand es total schwer, mir etwas zu schenken und meinte dann, sie hat sich etwas überlegt, was sie selber auch nicht so viel besitzt, aber was cool ist und ja, schaut einfach selbst. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, denn es ist ein Gürtel von Fendi. Schaut mal, der sieht so aus. Und ich finde den richtig schön. Ich bin gar kein Gürtelträger. Also ich habe einen Gürtel damals bei Gucci gekauft gehabt. Den habe ich nie in meinem Leben angezogen. Also wirklich, es gab nicht einen Tag, wo ich diesen Gürtel angezogen habe. Aber ich finde den hier so schön, weil er so schön schlicht ist und weil er dünner ist. Das heißt, man sieht nicht so einen fetten, prolligen Gürtel, sondern einfach so einen schönen, schlichten Gürtel. Und ja, das Muster gefällt mir richtig gut auch hier. Vorne das Goldene, Moment, feiere ich sehr. Deswegen, ich bin gespannt, wie und wann ich den mal anziehen werde, aber ich feiere den. Also ich finde den wirklich richtig schön. Da hat sie sich auf jeden Fall was Tolles gedacht. So, dann habe ich eine Bodycream von Chanel bekommen. Ich liebe diese Chanel-Tütchen. Boah, das riecht schon sehr gut. Die Verpackungen von Chanel. Ja, Ghost is crazy.
Boah, das riecht richtig geil. So richtig in der frischen Dusche. Dann habe ich eine Tasche bekommen von Louis Vuitton. Die ist sehr süß. Ich muss sagen, die kommt von einem sehr guten Freund von mir. Viele Grüße an Ken. Ich weiß noch nicht ganz, ob ich sie behalten möchte. Also ich weiß noch nicht so, weißt du, welche das ist? Ich weiß noch nicht so, ob sie komplett mein Geschmack ist, aber sie ist einfach süß und ich weiß, dass er sich Mühe gegeben hat. Deswegen, eigentlich muss ich sie aus Prinzip deswegen behalten. Aber ich wusste gar nicht, dass Louis Vuitton so kleine, cute Taschen hat. Also ich finde, man kann die schon irgendwie nice kombinieren. Vor allem, wenn man zum Beispiel so ein All-Black-Outfit hat mit so einer Lederjacke oder so, dann kommt die wahrscheinlich schon gut. Aber ich weiß halt jetzt nicht, ob ich die so oft tragen werde. Und dafür wäre mir das Geld dann zu schade. Wisst ihr, dann würde ich eher, ja, ich bin am Überlegen, ob ich sie noch eintausche. Aber ich weiß nicht, je länger ich sie angucke, desto cuter finde ich sie. Aber ja, finde ich auf jeden Fall süß, dass es bei Louis so kleine Taschen gibt. Das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber feierlich. Ja, mal sehen. Ich schätze es halt so sehr, dass ich mich eigentlich schlecht fühle, das umzutauschen. Aber ja, könnt ihr mal sagen, wie ihr sie findet. So, dann habe ich was von Swarovski bekommen. Dieses wunderschöne Armband hier. Das ist wirklich ein Traum. Ich liebe, 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 liebe dieses Blau. Es ist richtig schön. Liebe ich. Also, ich finde Swarovski hat auch momentan allgemein sehr schöne Sachen. Die haben ja irgendwie auch komplett irgendwie ihre Stilrichtung geändert, finde ich. Feier auch die Verpackungen von denen. Ja, aber das Armband ist wirklich ein Träumchen. Ich hatte ja zwei tolle Videografen auf meinem Geburtstag, die das Ganze mitgefilmt haben. Ich hoffe, ihr habt das Video bis jetzt schon gesehen. Falls nicht, checkt mein Instagram ab. Aber die Mäuse haben mir auch eine Moët-Flasche geschenkt. Ja, gut, dass ich sie an diesem Abend nicht geöffnet habe, weil ich das gar nicht mitbekommen habe. Wahrscheinlich wäre sie sonst schon auf. Aber fand ich total süß und aufmerksam. Also vielen, vielen Dank, Jungs. Habe ich mich auf jeden Fall sehr gefreut. Dankeschön. Danke auch, dass ihr da wart und dass ihr meine Projekte immer begleitet. So, machen wir weiter mit den nächsten Geschenken. Wir haben hier einmal ein Parfum von Dior. Das kenne ich gar nicht. Poison Girl. Probieren wir auch mal direkt aus. Ja, feier ich. Ein sehr, sehr nicer Duft. Dankeschön. Und dazu gab es dann auch noch die beliebte und geile Boom Boom Cream. Ja, das ist sowieso die beste Cream ever. Ja, habe ich jetzt nochmal Nachschub. Dankeschön. So, dann habe ich ein Buch bekommen. Und zwar Kleopatra und Frankenstein. Meine Freundin hatte mir zu diesem Buch ganz viel erzählt, woran ich mich nicht mehr erinnern kann. Aber sie kennt mich sehr gut, deshalb denke ich, wird es mir gefallen. Bin auf jeden Fall gespannt, es ist ein Roman, wann ich das lesen werde, aber ich werde es auf jeden Fall lesen und ich freue mich, denn ich habe ja Bücher für mich entdeckt. Ich habe leider nur manchmal zu wenig Zeit, um ein Buch zu lesen, aber wenn, dann lese ich sehr, sehr gerne und ja, ich berichte euch von diesem Buch. Dann habe ich noch ein Spiel bekommen, ein Kartenspiel. Ich liebe Kartenspiele. Mein Lieblingsspiel ist Wizard. Falls ihr das noch nicht kennt, spielt es mal. Das ist richtig, richtig nice. Und das heißt jetzt Witchcraft Winter Oracle. Das sieht aus wie irgendeine andere Version von Wizard. Keine Ahnung, aber werde ich ausprobieren. So, dann habe ich einfach Konzertkarten bekommen, worauf ich mich auch sehr freue. Denn ich liebe auch immer Aktivitäten, vor allem wenn man sich dann, ja, wenn man dann zusammen was unternimmt. Und die Mäuse dachten sich, wir gehen aufs Burner Boy Konzert. Last. Not everybody go to breakfast. Ich freue mich so sehr. Ich war ja schon letztes Mal auf dem Burner Boy Konzert. Und es war einfach das geilste Konzert ever, weil man die ganze Zeit durchdancen konnte und einfach diese Musik so krass gefühlt hat. Ja, ich freue mich auch, dass es nicht mehr so lange hin ist. 2 Monate, glaube ich. Also falls ihr auch auf dem Burner Boy Konzert in Köln seid, wir sehen uns, wir können zusammen tanzen. Ja, freue ich mich enorm darauf. War auch lange nicht mehr auf dem Konzert, glaube ich. War auf dem Eier-Konzert. Ah ja. Als nächstes habe ich dieses wunderschöne Böckchen hier bekommen. Mit ganz vielen cuten Dingen.
Ja, unter anderem Toffifee, eine Duftkerze. Ich muss jetzt mal schauen. Also, hier drin befindet sich eine Yankee Candle. Boah, die riecht richtig geil. Die riecht richtig, richtig gut. Luxurious Kashmir heißt die. Toffifee, ich liebe Toffifee. Winter Badekugeln, Hammer, Hammer. Boah, die riechen auch sehr nice. Eine Tasse, wo drauf steht You are perfect. Dankeschön. Und meine Lieblings-iPads. Geil. Geil, 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 weil die sind mir heute leer gegangen. Freue ich mich enorm. Das sind wirklich die besten hier von, wie heißen die? Yuti? Die sind richtig nice. Wir auch noch so Tuchmasken. Kann man auch immer gebrauchen. Liebe ich. Ein Tee. Der nordische Bärentee. Als nächstes, meine Damen und Herren. Ich habe mich unfassbar gefreut, weil diese Tasche einfach nur Maximum ist. Und zwar, meine Damen und Herren, sind Sie bereit? Hammer! Wie schön ist diese Tasche. Ich fand die süß, perfekt, alltagstauglich. Einfach nur der Oberknaller. Ja, liebe ich. Da passt auch wirklich ordentlich viel rein. Da passt sogar mein Handy rein. Man denkt sich vielleicht so, was soll denn da reinpassen? Da passt einiges rein. Also hier drin ist jetzt mein Nasenspray. 20 Euro, die ich verloren habe und die mein Vermieter mir wiedergegeben hat. Meine Bankkarte. Mein Autoschlüssel, mein Ausweis und ein Lipgloss. Da würde jetzt, zeige ich euch jetzt mal, falls ihr mir nicht glaubt. Es passt zwar nur halb rein, aber es passt rein. Nee, Spaß. Aber nee, die Tasche finde ich sehr, sehr nice. Die habe ich mir auch gewünscht. Natürlich von mehreren Leuten zusammen. Weiter geht's! Ich habe zwei Gutscheine bekommen von Glambu. Das ist einer meiner Lieblingsschmuckbrands und ja, da habe ich zwei Gutscheine bekommen, freue ich mich, denn ich liebe den Schmuck einfach sehr. Fand ich sehr, sehr süß. Dann habe ich noch eine Duftkerze von Bredo bekommen. Leute, wirklich, falls ihr mir was schenken wollt und nicht wisst, was ihr mir schenken sollt, Duftkerzen gehen immer. Duftkerzen sind richtig, richtig nice. Und die riecht auch so gut. Ich habe die schon geöffnet gehabt. Die ist wirklich unfassbar. Ich liebe Duftkerzen einfach. Und last but not least noch ein LFDY-Shirt. Das ist in der Größe S auch. Das sieht auch riesig aus. Das ist aber auch richtig, richtig cool. Hier steht dann vorne Lefas drauf. Und hinten ist dann noch so ein bisschen, ja, bisschen Design. Finde ich sehr cool. Ich liebe LFDY. Und ja, vielen, vielen Dank, die Mäuse. Und das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Unboxing gefallen. Ich fand, ich habe richtig coole Geschenke bekommen, die auch zu mir gepasst haben. Ich kann mir vorstellen, dass es schwierig ist, mich zu beschenken. Das sagen irgendwie auch immer alle. Aber ja, ich bin stolz auf meine Freundin, dass sie das so gut hinbekommen haben. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Lasst Liebe da, lasst ein nettes Kommentar da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Adieu!